So. Vielen Dank. Jetzt hat Herr Sonneborn das Wort. Eine Minute. Wussten Sie wohl nicht, Frau von der Leyen, die Rede zum State of the Union war eigentlich dazu gedacht, ein realistisches Bild der EU zu zeichnen. Zeichnen wir. Gerade hat sich die Quote der Vorbestraften in der Führungsetage noch einmal erhöht. Ratsvorsitzender ist jetzt der slowenische Monk Janez Janša. Drei EU-Länder haben gegen ihn ermittelt. Er saß wegen Korruption. Die zypriotische Gesundheitskommissarin Kyriakides kann den Eingang von 4 Millionen auf ihrem Familienkonto nicht schlüssig erklären, kurz nach Unterzeichnung der Impfstoffverträge. Die EU scheint heute mehr denn je ein gut geschmierter Apparat zur Umschichtung von Steuergeldern an die Privatwirtschaft zu sein, mit rhetorischen und ethischen Nullnummern an der Spitze. Der Zustand der Union wird am besten dadurch beschrieben, dass in Deutschland nicht über die EU gesprochen wird, aber in der EU über Deutschland. 16 Jahre Merkel haben Europa sauber viergeteilt. Ich entschuldige mich bei allen Mitbürgern in Osten, Westen, Norden und Süden, dass wir die Interessen der deutschen Wirtschaft stets vor die ihren gestellt haben und kann Ihnen versichern, dass es in den nächsten 16 Jahren ganz genauso weitergehen wird. Vielen Dank. Thank you. Next is Eva Meidel for 2 minutes.